Willkommen zur ED 1000, einer außergewöhnlichen Herausforderung. Kilometer an einem Tag, 18 Fahrzeuge, über 40 Fahrer und Fahrerinnen und ein gemeinsames Ziel. Zeigen, dass Elektromobilität nicht nur die Zukunft, sondern die Gegenwart ist. Unser 1000 Kilometer Roadtrip führt uns dieses Jahr von Düsseldorf über Belgien an die Küste von Holland und anschließend zurück nach Deutschland. Wir wollen erneut beweisen, dass es möglich ist, diese Strecke an einem Tag rein elektrisch zu bewältigen. Gestern haben wir im Ladepark Hilden die Fahrzeuge vorbereitet und schon einmal vorgeladen. Im Be Mine Hotel in Düsseldorf konnten die Fahrzeuge in den Carlofts vollladen und mit hoffentlich gutem Frühstück und vollem Akku geht es nun los. Seid ihr bereit? Das sind unsere diesjährigen Teilnehmer. Im BYD Seal begrüßen wir Oliver Bornemann und Steffen Völkerling, bekannt vom YouTube-Kanal Einfach Elektrisch. Für das Team Fastnet starten Leslie Schaut von Leslie & Cars und Luke Bronk von Fastnet selbst. Sie sind heute mit dem atemberaubenden Lotus Emiya unterwegs. Die Electric Twins Simon und Lukas Eisenberg gehen mit einem stilvollen Fiat 600 Dolce Vita an den Start. Im luxuriösen Genesis GV80 treffen wir auf Jens Zippel von Move Electric und Stefan Schwung von Schwungvoll. Der Kia EV6 wird durch das dynamische Duo Daniel Mates und Jan Schmiedel pilotiert, die wir von Danny Drives kennen. Im Nissan Ariya ist Mario Roman Lambrecht zusammen mit Thilo Mohns unterwegs. Die beiden erstellen kreativen Content unter anderem auf mario-roman-pictures. Patrick Munsch von Opel fuhr mit dem Journalisten Thomas Flehmer im Opel Astra Electric. Im Opel Mokka Electric ging Automobiljournalist Patrick Broich auf die Reise. Er schreibt unter anderem für NTV. Im Ura 07 hatten wir ein Trio am Start. Schauspieler Peter Lohmeier ging mit Dana Lohmüller und Kevin Schertl auf die Reise. Dana und Kevin kennt man von How I Met My Outfit und Black X Cap. Peter Lohmeier zum Beispiel aus Wunder von Bern. Maximilian Münch startete mit Lena Müller im Peugeot E3008. Die beiden posten ihre Erfahrung unter Max is Driving und Lena Drives auf Instagram. Im Peugeot E5008 gehen Silke Ripplinger und Henrik Bern an den Start. Das Ziel? Effizienzsieger in der Gruppe. Ob dies wohl gelingen wird? Im Porsche Taycan haben es uns Mike Wienkötter von Porsche und Rennfahrer Jörg Bergmeister erneut schwer gemacht, sie einzufangen. Wie werden die beiden sich wohl gegen die anderen 800-Volt-Fahrzeuge und vor allem gegen den Lotus Emiya schlagen? Im Renault Scenic sehen wir Tarik Ulubay von den Electrobase, ein weiteres spannendes Fahrzeug, das Car of the Year 2024 mit einem Fahrer, der tief in der Welt der Elektromobilität verwurzelt ist. Kein geringerer als der CEO von Smart Deutschland, Wolfgang Ufer, teilt sich mit mbpassion.de-Blogger Markus Jordan das Cockpit im Smart Hashtag 3. Marie-Christine Wricke alias Madame Electric wird im Volvo EX30 ihr Können zeigen. Sie wird begleitet von Steffen Meyer. Ebenfalls im EX30 dabei ist Claudia mit K. Gietz und Lea Behrer. Claudia kennt man unter anderem von Germany's Next Topmodel. Sie findet man unter Claudia Gietz auf Instagram. Im brandneuen XPeng G6 sehen wir Jan Gleitzmann von Ausfahrt TV sowie Eckhard Seifert von Asphaltart. Beide bringen viel Erfahrung und Expertise mit und wollen ihre Kategorie definitiv dominieren. Zu guter Letzt haben wir im XPeng G9 Timo Schad vom T&E Magazin und Christoph Krachten von Klick zum Vorn mit E, begleitet von Gordon Krug von XPeng und Antonio Zeitler von Strombock, die erste Teilnahme an einer ED 1000 mit 4 Personen im Fahrzeug. Jedes dieser Fahrzeuge repräsentiert den Fortschritt der Elektromobilität, von kleinen Stadtflitzern bis hin zu leistungsstarken SUVs, von Fahrzeugen für die ganze Familie bis zum reinrassigen Sportwagen. Heute stellen sie sich der Herausforderung. Die ED 1000 ist kein Rennen, sondern eine Verbrauchsfahrt. Aber dennoch wird es auch bei uns Gewinner geben. Am Ende des Videos erfahrt ihr die gesamte Fahrzeit, den Verbrauch auf 100 Kilometer und darüber hinaus werden wir noch in verschiedenen Kategorien Sieger küren. In der Kategorie bis 30.000 Euro hatten wir in diesem Jahr leider keinen Starter. Dafür gleich 8 Fahrzeuge in der Kategorie 30.000 bis 50.000 Euro, 8 Fahrzeuge in der Kategorie 50.000 bis 80.000 Euro und genau 2 Fahrzeuge darüber. Wir prämieren jeweils den geringsten Verbrauch sowie die schnellste Zeit.
Getrackt haben wir die Fahrzeuge übrigens mit unseren WIMCAR-Dongles, die wir entweder fest in die Fahrzeuge eingebaut haben oder via OBD-Schnittstelle mit dem jeweiligen Fahrzeug verbunden haben. Doch was ist eigentlich WIMCAR? WIMCAR wurde vor 10 Jahren gegründet und ist seit 2023 Teil von Shiftness. Das hat die Vision, das Mobilitätsmanagement bei Unternehmen durch intuitive Lösungen einfacher zu gestalten und effizienter zu machen. WIMCAR kennt man vor allem durch das digitale Fahrtenbuch. Das wurde zusammen mit Steuerberater entwickelt und ist als Marktführer, gilt als rechtssicher und finanzkonform. Wir haben über 60.000 Nutzer, Einzelunternehmer, Freiberufler, aber auch Angestellte, Dienstwagen haben. Die haben sich gegen die 1%-Methode entschieden und setzen auf das digitale Fahrtenbuch. Genau, so sparen sie sich Durchschnitt 2087 Euro Steuern im Jahr. WIMCAR-Stecker wird grundsätzlich, kann man den selber installieren. Bei herkömmlichen Verbrennermotoren wird er einfach in den OBD-Stecker angesteckt. Und für E-Motoren haben wir da eine andere Lösung, die WIMCAR-Box. Die wird einfach auf die Autobatterie installiert. Auch das kann man selber machen. Zuletzt muss man nur noch auf, ist mit der App dann verbinden, bevor es ist. Doch nun geht es wirklich los. Düsseldorf, 5.45 Uhr. Die ersten Teilnehmer wollen schon ins Auto. Haben denn auch alle gut geschlafen? Wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, ab 6 Uhr zu starten und wollten natürlich vorher wissen, wie gut die Teams ihre Fahrzeuge und Fähigkeiten einschätzen. Was meinen die Teams wohl, wie lange sie brauchen werden und wie ist die Taktik? Eher schnell fahren oder wenig verbrauchen? Fahren. Zügig fahren, wenig verbrauchen, als erst ans Ziel kommen. Ja. Ja, ihr fahrt das erste ab, das wird dann nicht ganz so schwer sein, ne? Naja, wir haben sonst einen Porsche, der ist ja auch nicht langsam. Da kommt es jetzt aufs fahrerische Können an. Für was für einen Verbrauch rechnet ihr? Zwischen 20 und 22 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Mhm. Vielleicht ein bisschen weniger. Wie viele Tankstops rechnet ihr? Gute Frage. Was sagst du? Also ich denke mal, wir haben ja einen 50 Kilowattstunden Akku, 1000 Kilometer. Also ich denke mal, 4 Ladestops werden schon werden. Mhm. Was ist eure Strategie? Wir gehen auf Effizienz. Also in unserer Klasse sind auch Autos mit deutlich größeren Akkugrößen und deswegen, da wir ein relativ kleines Auto haben, hoffen wir, dass wir über die Effizienz punkten und genau, das ist unsere Taktik. Strategie? Gas geben. Schnell fahren, schnell ankommen. Mit wie vielen Knöllchen rechnet ihr? 0. Immer 0. Immer im Rahmen der SCVO. Großes Gebot. Wie ist eure Strategie fürs Tanken? Wie viel? Kommt so ein bisschen darauf an, wie wir in Deutschland durchkommen, wo kein Tempolimit herrscht. Und davon abhängig 2 oder 3 Ladestopps. Wie ist eure Tankstrategie? Wir wollen natürlich gut durchkommen und die Ladestopps so kurz wie möglich halten. Der kann ja auch ganz gut, von dem her mal gucken, was er leistet nachher. Wie viele Stops habt ihr eingeplant? 2. Ladestopps, also 2, ja. Vielleicht auch 3. Ja, wir fahren ja schnell, wahrscheinlich sind es auch 3. Alles klar. Aber wir laden ja schnell. Würde man sagen, so 15 bis 18 Minuten jeweils. Hängt von der 31 ab, wie frei die ist. Ja, wenn wir einen Stau haben, haben wir eh verloren. Amsterdam müssen wir ja durch dann, ne? Ja, klar. Da ist ja, möglicherweise viel Verkehr. Aber dann kannst du nicht schnell fahren. Geschätzter Verbrauch? 23,5. Wie viele Ladestopps habt ihr eingeplant? 2. 2. Welchen Verbrauch rechnest du ein? Ich schätze mal, der wird so bei 18, 19 liegen. Kaffee hast du jetzt drin? Kaffee habe ich Gott sei Dank bekommen, ja. Kann aber gleich losgehen. Wir haben jetzt 100% geladen und der zeigt mir eine Reichweite von 614 Kilometer an. Ist aber natürlich märchenhaft, ne? Aber ich bin froh, wenn ich die 500 dann doch noch schaffe, wovon ich ausgehe mit dem großen Akku. Wir werden es wie letztes Jahr machen, dass wir 2 Ladestopps schaffen. Das ist unser Ziel. Was für einen Verbrauch habt ihr eingeplant? 14, vielleicht schaffen wir sogar noch eine andere Zahl. Wir sind hart am Wind, segeln wir. Okay, hart am Wind. Wie viele Knöllchen habt ihr in Holland eingeplant? 0. Können wir uns nicht leisten. Wie viele Ladestopps habt ihr eingeplant? 1 bis 2, ja, je nachdem, wie es läuft. Ihr wollt sparsam sein. Wie viel Verbrauch habt ihr eingeplant? 17 bis 19, so. Okay, wie ist eure Strategie? So einen Mix zu finden, weil er hat doch einen recht niedrigen Verbrauch, eine hohe Reichweite. Die Ladeleistung ist auch gut, aber manche Konkurrenten haben wieder eine bessere, deswegen wollten wir so einen Mix finden. Der BYD Seal hat eine Reichweite von weit über 400 Kilometer und wir wollen natürlich versuchen, mit 1,5 Ladestops durchzukommen. Ich denke, dass der BYD Seal sehr, sehr effizient ist und gerade weil wir in Holland und Belgien
da auch Tempobegrenzung haben, könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwo so zwischen 12 und 14 Kilowattstunden landen können. Und dann müssen wir halt überlegen, wenn wir dann auf den deutschen Autobahnen sind, wo wir ja noch ein bisschen zügiger reisen dürfen, ob wir dann unsere Strategie ändern oder ob wir einfach in dem Effizienzbereich weiterfahren. Wie viele Ladestopps hast du eingeplant? Ja, bei dem Akku mit ein bisschen mehr als 54 kWh dürften so 5 Ladestopps, 4 bis 5 Ladestopps nötig sein. Also ich plane mit 5, ein bisschen konservativ. Was für einen Verbrauch hast du eingeplant? Verbrauch könnten so, je nachdem, wie man dann fährt, wie der Autobahnmix ist. Gut, ein großer Teil ist ja in den Niederlanden und Belgien, vielleicht zwischen 15 und 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wie viele Ladestopps habt ihr eingeplant? 4. 4. 4. Welchen Verbrauch habt ihr eingeplant? Ja, wir versuchen wenig. So wenig wie möglich, aber ich denke so um die 15, 16 Kilowattstunde. Abhängig davon, wie das Wetter heute wird. Wenn es sehr warm wird, müssen wir die Klimaanlage anmachen und dann verbrauchen wir logischerweise ein bisschen mehr. Mhm. Habt ihr Knöllchen in Holland eingeplant? Ich ja, ich glaube mein Fahrer nicht. Wie viele Ladestopps habt ihr eingeplant? Zwischen 2 und 3. Okay, welchen Verbrauch habt ihr eingeplant? 20 bis 22. Ja, ihr wisst, ihr fahrt durch Holland? Ja, da kann man Vollgas geben. Ah, so schnell wie möglich durch. Wie viele Knöllchen habt ihr eingeplant? Wie viele Knöllchen habt ihr eingeplant? Keine. Wir wollen ja effizient fahren, das heißt, wir sparen auch an Geld. Wie viele Ladestopps habt ihr eingeplant? 1 bis 2, ja. Was für einen Verbrauch erwartet ihr? So gering wie möglich. Ihr wisst, ihr fahrt durch Holland? Ja. Rechnet ihr mit Knöllchen? Ich hab noch nie ein Knöllchen bekommen, du auch noch nie. Also deswegen rechnen wir heute auch mit keinem Knöllchen. Nee. Also ihr nehmt nicht so aktiv am Straßenverkehr teil, ja? Doch, wir nehmen tatsächlich ganz aktiv am Straßenverkehr teil, aber wir fahren einfach genau so, wie man fahren sollte. Genau. Hervorragend. Wie viele Ladestopps habt ihr eingeplant? 2. 2. Welchen Verbrauch habt ihr eingeplant? Ah, das ist ganz schwer zu sagen. Also es hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie wir natürlich durchkommen und wie viel Gas wir am Anfang und am Ende geben, beziehungsweise Strom. Aber wir tippen mal, also unter 19 sollten wir es schaffen, wenn nicht sogar unter 18. Und Ladestopp? Bitte, warum brauche ich denn mit dem Auto einen Ladestopp? Also mal vielleicht halte ich mal kurz an am Kiosk, mal schön Pommes und dann, das geht bei dem Auto ganz schnell, ja. Die anderen, ich freue mich schon, wenn ich dann winke, die an der Ladestation stehen, ja, ja, ja. Ja. Was für einen Verbrauch hast du eingeplant? Ganz wenig, doch. Aber richtig wenig. Nein, ich fahre ja ökonomisch so. Das ist ja auch den meisten fremd. Also ich fahre ja mit dem Verkehr und ich hänge mich meistens hinter einen holländischen Wohnwagen und dann komme ich umsonst quasi. Wir wollen 2 Ladestopps machen. Ja, der erste, wir haben ja einen festen Ladestopp, den machen wir und den anderen entscheiden wir nach Gesamtsituation. Okay. Was für einen Verbrauch habt ihr eingeplant? Oh Gott. Also wir wollen unter 20 kommen, schauen wir mal. Was habt ihr für Ladestopps eingeplant? Wie viele? Im optimaleren Fall nur 2. Damit okay. Sollte es aber eigentlich passen. Haben wir nicht viele Höhenmeter, deswegen. Welchen Verbrauch habt ihr eingerechnet? Wir sind jetzt mal so von knapp 22 ausgegangen. Okay, das heißt, ihr gebt ein bisschen Gas, ja? Genau, genau. Ihr wisst, in Holland ist das teuer? Absolut, ja. Aber wir haben ja vorher ein kleines Stückchen und hinterher dann noch ein Stückchen, deswegen. Wie ist eure Ladestrategie? Also, wir haben ja das Glück, dass unser Auto, wenn die Ladesäule mitspielt, mit über 400 kW laden kann. Also würde ich sagen, wir versuchen jedes Mal, so viel Ladeleistung, wie es geht, mitzunehmen. Und sobald wir merken, dass das abfällt, rapide, dann würde ich sagen, stecken wir ab, fahren weiter. Kurze, schnelle Stopps. Also 2 müssen wir mindestens haben, weil wir jetzt schon voll sind und gerade mal knapp 400 Kilometer haben. Also 2 müssen wir mindestens hinlegen und dann sehen wir mal, wie flott wir auf der deutschen Autobahn sind.
Ich habe meinen holländischen Joker dabei, das ist gut. Du die meinst, Niederlande. Die Knöllchen werden kleiner, weil du ihn dabei hast? Na, er weiß, wie man in Holland fährt. Das ist ein Pluspunkt. Das ist ein Pluspunkt. Ich weiß, wo die Blitzer sind. Der kann alles. Wir lösen das später noch einmal auf, wer am besten geschätzt hat. Um Punkt 8.01 Uhr waren alle auf der Strecke. Der Weg führt uns zunächst durch Belgien und anschließend durch die Niederlande mit den malerischen Landschaften und zahlreichen Lademöglichkeiten, die dieses Land zu einem Vorreiter in der Elektromobilität machen. Fastnet gibt es jetzt seit über 12 Jahren. Das heißt, wir sind eine der Pioniere hier in diesem Markt des Schnellladens. Wir machen auch nur das, wir machen nur Schnellladen, das dafür richtig schnell und richtig gut. Also uns ist es wichtig, dass alle Kundinnen und Kunden bei uns eine super Ladeerfahrung haben, dass es beim ersten Mal klappt, dass es zuverlässig ist. Und dafür sorgen wir auch, indem wir große Stationen bauen, an denen viele Autos gleichzeitig laden können. Oft im Durchfahrtsprinzip, meistens überdacht, sodass man auch vor Regen und Wetter geschützt ist. Und wir sind weiter dabei, weiter auszubauen in Deutschland und freuen uns, heute dabei zu sein. Wir betreiben derzeit in Deutschland 40 Stationen und das wird sich in den nächsten 3-4 Jahren aber massiv steigern, denn wir haben letztes Jahr im Rahmen der Deutschlandnetzausschreibung des Bundes 3 Lose gewonnen. Das bedeutet, wir werden an 92 Standorten im Südwesten Deutschlands abseits der Autobahn Ladestationen aufbauen und zusätzlich noch an 34 Standorten entlang der Autobahn an unbewirtschafteten Rastplätzen, hauptsächlich im Norden Deutschlands. Also wir haben einiges zu tun und freuen uns darauf. Uns ist es total wichtig, dass gerade für die Leute, die zum ersten Mal laden, dass es sofort funktioniert. Von daher bieten wir da verschiedenste Möglichkeiten an, sicherzustellen, dass man einfach und simpel laden kann. Das fängt damit an, dass man zum Beispiel mit seiner Bankkarte bei uns laden kann. Also man fährt an eine Ladesäule, stellt sich davor, auf dem Display wird einem eigentlich alles erklärt, was man machen muss. Man hält die Bankkarte dran, es werden 40 Euro blockiert, dann fängt der Ladevorgang an, man verbindet das Auto mit der Ladesäule und am Ende wird abgerechnet. Und man kann das auch sehr transparent dann auch nachvollziehen online, wie viel und für wie viel Geld man im Endeffekt geladen hat. Wichtig ist uns auch dabei die Preistransparenz. Also bei uns bezahlt jeder 69 Cent pro Kilowattstunde derzeit. Das kann sich immer mal ändern, aber es hat sich jetzt auch über die letzten 2 Jahre nicht geändert. Denn wir wollen Transparenz schaffen und das bedeutet, egal ob man mit einer Ladekarte bei uns lädt oder mit seiner Bankkarte, bezahlt man immer den gleichen Preis. Wer wird die richtige Strategie haben? Wer wird von unerwarteten Herausforderungen überrascht? Die Spannung steigt mit jedem gefahrenen Kilometer und damit unterwegs keine Langeweile aufkommt, haben wir dank Fastnet ein kleines Quiz veranstaltet und bei uns gibt es keinen Roadtrip ohne Fotos. Wir haben unsere Teilnehmer gebeten, uns Fotos zu schicken von diversen Fotospots. Erstens, weil sie so nicht abkürzen können und zweitens, weil wir für euch nun schöne Impressionen haben. Wir hatten ja wirklich fast an alles gedacht, aber nicht an ein Fahrradrennen, welches uns den Zugang zum Atomium in Belgien verweigern würde. Aber nun zeigen wir euch erstmal ein paar schnelle Impressionen der Teilnehmer selbst. An der Küste von Holland ging es zum Mittagsstopp. Dort haben wir die Zeit gestoppt und die Teilnehmer konnten verschnaufen, das Meer genießen, etwas zu sich nehmen und die weitere Routenplanung besprechen. Doch wir hatten natürlich auch Fragen. Wie lief es denn bis jetzt? Läuft alles wie geplant? Ich glaube, recht gut. Wir sind zumindest als erstes hier angekommen, wo wir nicht als erstes losgefahren sind. Von daher schauen wir dann mal, wie es in Düsseldorf dann wieder aussieht. Hallo Papa, hallo Mama, ich bin jetzt im Fernsehen. Wie cool ist das hier, Papa, geil? Ach, wie cool! Ey, du bist so cool! Ja, nach meiner ersten Teilnahme, die mit dem Sieg endete, ist natürlich der sportliche Ehrgeiz geweckt. Zusammen mit Mike wollen wir natürlich wieder den Sieg holen und ich hoffe, das klappt. Ja, bislang kommen wir sehr gut durch. Wir sind ja extra früh losgefahren, damit wir wenig Verkehr haben. Das hat gut geklappt. Keine Radarkontrollen, kein gar nichts. Ordentlich gefahren und gerade angekommen. Lief alles wie geplant, Jörg? Ich hoffe, wir werden sehen. Ja, grundsätzlich schon.
Wir haben einen Ladestopp gemacht, der war von der Performance okay. Wir haben uns einmal ganz kurz verfahren, weil wir so im Gespräch vertieft waren, weil wir uns extrem gut verstehen während der Fahrt. Und ansonsten war es aber gut. Nein. Doch. Nee, der 5 Minuten Zwischenladestopp war nicht geplant. Ach so, das habe ich schon verdrängt. Ja, es lief alles wie geplant. Nein. Wir haben nur einen kurzen Zwischenladestopp von 5 Minuten eingelegt, weil wir ein bisschen zu schnell gefahren sind vor Brüssel. Aber 5 Minuten ist nichts. Ist quasi nichts. Bis jetzt lief alles wie geplant, oder? Ja, bis jetzt alles wie geplant. Eben muss man einen kleinen Schlenker nehmen, weil wir parallel einen Anruf gekriegt haben, das Radio sich nicht leiser stellen ließ und wir dann die Ausfahrt verpasst haben. Aber ich glaube, das hat uns nur unwesentlich an Zeit gekostet. Von daher lief alles nach Plan bis jetzt. Die Robbe, der BYD Seal, der lief fantastisch. Wir haben einen kurzen Ladestopp gemacht, wo er auch schön mit fast 150 kW geladen hat und sind hervorragend durchgekommen, außer am Atomium. Da war irgendwie ein Radrennen, da konnten wir leider keine Foto-Challenge machen. Ja, also wir haben einfach geschaut, dass wir möglichst effizient durchkommen. Sind jetzt hier 500 Kilometer hergefahren und hatten nur einen Ladestopp. 25 Minuten und mit so einem kleinen Auto und kleinen Akku, denke ich, ist das ganz gut gelaufen, ja. Die Frage ist, ob wir haben ja bewusst nicht alles exakt geplant, sondern darauf geguckt, was haben wir für einen Verbrauch, an welcher Stelle haben wir welche Restladung und dann haben wir erst entschieden, wo wir das erste Mal und das einzige Mal bisher laden wollten und das haben wir dann gemacht. Ja, wir haben es ganz bewusst improvisiert gemacht, weil wir letztlich dann schauen wollten, wie viel wir noch im Akku hatten und das dann entsprechend als Punktlandung im Idealfall hinlegen. Genau. Ja, eigentlich schon. Wir haben beim ersten Ladestopp noch festgestellt, da war zu viel los. Dann haben wir uns entschieden, weiterzufahren. Und weil ich ja einen Experten dabei habe. Ja, neben uns hat ein Ford E-Mach-E gestanden. Mach-E. Und dann ein Tesla. So, wir haben nur 150 Kilowatt laden können. Und dann haben wir noch einen Stopp gemacht bei Reichenhuck Ost. Und dort haben wir den 400 Kilowatt. 403 Kilowatt im Peak hat das Auto geladen. Und das war für uns auch ein persönlicher Erfolg, oder? Sicher, sicher. Und es ist das schnellst ladende Auto am Moment. So. Es lief alles bis jetzt wie geplant und ich bin froh, dass ich nicht letzter geworden bin bis jetzt. Wir haben auch zwischendurch ein oder zweimal öfters gehalten oder halten müssen, weil wir vom Kofferraum noch was holen mussten, aber alles easy. Die Fahrt war sehr angenehm, das Auto schlägt sich sehr gut und ich bin zufrieden bis jetzt. Ja, geplant war, dass wir erstmal nur einen Ladestopp hatten, mussten leider wegen kleinen Komplikationen nochmal einen Zwischenstopp einlegen zum Laden, aber sonst alles gut geklappt, super Verbrauch. Deutlich weniger als erwartet. Bei wie viel sind wir jetzt? Bei 15,6, glaube ich, Franz. Ja, 15,6 hatten mit 17 bis 19 geplant, also bisher sonst alles drauf. Absolut. Kurze Ladestopps haben wir gehabt, zwei an der Zahl. 10 bis 15 Minuten, das Auto hat super schnell nachgeladen und dann ging es auch direkt wieder auf die Straße. Ja, also ich muss sagen, wir haben eine gute Fahrt bis hierher gehabt. Wir wissen, dass wir auf der Rückfahrt wieder leicht erhöhen nach oben müssen und haben jetzt eine gute Reserve, dass wir da rauskommen, wo wir uns eigentlich vorstellen, deutlich unter Vorjahr. Sieht gut aus, also von dem her sind wir zufrieden. Kann man so sagen, doch. Ja, wir hatten kurz 10 Minuten ein bisschen Verzögerung wegen dem Verkehr, war ein kleiner Unfall, aber ansonsten ladetechnisch alles top. Naja. Oder? Naja. Naja. Wir haben uns ein, zwei Mal verfahren, beziehungsweise das Navi hat uns zum falschen Ort geführt, aber ansonsten läuft alles ganz gut. Jo. Außerdem, ja, nee, das lief alles soweit so, wie es laufen sollte. Und ich habe gerade so ein kleines Tief. Also, dieses frühe Aufstehen, das ist irgendwie doch ein bisschen. Aber ich denke mal, gleich nach dem Mittagessen oder unser Frühstück sogar, wird es dann uns besser gehen und wir sind voller Energie. Mein Kollege würde sagen nein und das ist auch die richtige Antwort. Aber erklärend dazu, wir haben in Brüssel rund ums Atomium Schwierigkeiten gehabt und haben dort konnten nicht ranfahren. Es gab ziemliches Chaos, es gab Verzögerungen, Stau und da haben wir eine gute halbe Stunde verloren. Aber ansonsten hat es gut geklappt. Das Auto hat performt hervorragend und wir sind mit dem Durchschnittsverbrauch sehr zufrieden. Aber bisher lief alles wie geplant, oder? Ja, eigentlich schon. Sogar noch besser als geplant. Ja. Boah, während der Ladepause vertreiben. Wir essen auf jeden Fall. Gehen auf Toilette. Bisschen die Beine vertreten. Genau. Ne? Ja. Ansonsten posten. Ja. Kurz schreiben. Du hast telefoniert. Ja. Also wir haben irgendwie gefühlt alles machen können. Und dann war die Zeit auch schon genau, vorbei. Genau, die Zeit geht super schnell rum.
Ja, bis auf einen kleinen Stau sind wir eigentlich ziemlich gut durchgekommen und ja, keine Probleme gehabt unterwegs, genau. Zwar, es gibt eigentlich, ich habe noch nie im Leben einen Niederlandbesuch gehabt ohne Stau. Das ist der Unterschied. Nee, Quatsch, in Deutschland gibt es natürlich auch Stau, aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass der Stau in Niederlanden häufiger ist. Fast alles wie geplant. In Brüssel hatten wir Schwierigkeiten, das Plutonium war gesperrt wegen Radrennen, aber ist normal in Belgien, die fahren ja ständig Fahrrad. Ansonsten, ja, alles prima gerutscht irgendwie so. Ja, keine Grenzkontrollen irgendwie und alles prima. Auch wenn die Technologie fortschrittlich ist, bleibt die Reise eine Herausforderung. Die Teams lernen sich und die Fahrzeuge während der ED1000 sicherlich gut kennen. Was sind denn eure Highlights bei den Fahrzeugen? Der Lotus ist ein extrem spannendes Auto. Erstmal hat diese Marke ja diese Transformation von diesen sehr besonderen kleinen Sportwagen hin zu den Elektrofahrzeugen hinbekommen. Weiterhin ist es aber so, dass Lotus wirklich sehr besonders ist. Und gerade bei dem Wagen hier ist einfach irre, mit was für einer Leistung der vorfährt. 918 PS sind schon enorm und man hat schon das Gefühl, wenn du in diesem Auto sitzt, das ist wirklich was Besonderes und die Leute, die drehen sich auch ordentlich nach dem um. Ein Highlight ist vor allem in Bezug auf die lange Strecke, die wir jetzt fahren werden, definitiv die Massagefunktion im Fahrersitz. Hier im Genesis liebe ich einfach den Komfort und dieses wahnsinnig ausgewogene Fahrwerk und auch vor allem die Performance von diesem Auto. 4,9 Sekunden. Also das Fahren hier ist einfach genial. Überhaupt an Peugeot, dass es eine tolle Löwenfamilie ist, aber jetzt bei dem Auto, das ich gerade fahre, mit dem E5008, das ist ein Siebensitzer und der hat unter der dritten Sitzreihe eine Schublade, wo man ganz viel noch verstauen kann, auch Kleinigkeiten, die man immer so auch mal auf längeren Fahrten mit dabei haben sollte, wie zum Beispiel eine Wolldecke oder was zu trinken, was man zwar nicht immer braucht, aber dann im Notfall immer dabei hat. An dem Volvo EX30 gefällt mir am besten das cleane Design. Also als ich das erste Mal in das Auto reinschauen durfte, war ich so, oh mein Gott, hier sind gar keine Knöpfe, das ist alles so clean. Und ich mag das auch zum Beispiel bei mir in der Wohnung, dass nicht so viel rumliegt und so. Also ich mag das wirklich, dass alles irgendwie versteckt ist. Und das, ja, spiegelt irgendwie auch so meinen Charakter ein bisschen wider. Obwohl man vielleicht denken würde, ich bin ein bisschen chaotisch. Aber nein, ich bin so wirklich so clean, alles schön, sauber, schön. Was mich auch richtig fasziniert hat, war dieser Schlüssel. Ich meine, es ist einfach das. Da ist auch nichts. Es ist auch schon wieder so richtig clean. Außerdem, ja, die recycelten Materialien, die verbaut wurden. Und das große Display neben mir. Also das ist wirklich sehr übersichtlich. Man sieht hier alles drauf. Und ich mag das. Wir sitzen also dem XPeng G6 Performance AWD. Gefällt mir, dass ich im Prinzip Porsche-Technik zum Tesla-Preis bekomme. Ich habe ein sehr fair eingepreistes Auto, trotzdem eine 800-Volt-Technik, kann super schnell laden, habe einen großen Akku, habe eine große Reichweite und einen guten Verbrauch. Das ist das Elektroauto für Vielfahrer und Pendler, die sich ums Laden nicht so viel Gedanken machen wollen, weil das einfach so unglaublich schnell geht. Und was machen unsere Teilnehmer am liebsten während einer langen Autofahrt? Am meisten konzentriere ich mich auf den Verkehr natürlich und höre gerne über ein gutes Soundsystem wie hier im BYD Seal schöne Musik. Das erste Mal mit einer Ladung von Hamburg nach Berlin zu fahren. Also ich höre dann am liebsten Podcasts. So. Und ja, das ist so. Und Musik natürlich. Und dann gibt es, weil mein Kleinster jetzt gerade mal 5 Monate alt ist, gibt es dann noch die Playlist für Kids, also für die ganz Kleinen. Und die kann ich dann natürlich auch alle auswendig. Ich singe auch dann gerne, damit mein Sohn dann auch eine entspannte Fahrt hat. So, also das so lange Autofahrten, da braucht man so Unterhaltung und dann macht man sich die selber. Aber man kann natürlich auch so wie ich jetzt mit dir so reden, ne, über alles Mögliche, über das Wetter oder über wie es gerade Schalke 04 geht und so, aber auch über schöne Sachen. Meistens habe ich meine liebe Frau Nase dabei und wir unterhalten uns gerne, machen schon mal Pläne für die für unser Reiseziel, was wir da vorhaben, checken unser Hotel nochmal ab und wir hören Musik, dann schläft sie und ich fahre. Ja, erstmal bin ich Konfliktmanager, ich habe 2 Kinder, das heißt, man muss immer sich überlegen, wer darf welche Musik hören, wer ist dran, was tun wir gerade. Wenn ich tatsächlich alleine bin, dann liebe ich es, Musik, aber vor allem auch Podcasts zu hören, das mag ich sehr gern. Ja, damit verbringe ich sehr viel Zeit und kann dann auch ohne Probleme längere Strecken fahren.
Wir sind ja rein elektrisch unterwegs. Was war denn bis dato die schönste Erfahrung mit einem Elektroauto? Ich würde sagen, ein Roadtrip an die Côte d'Azur. Schöne Erfahrungen gibt es viele. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man während der Ladezeiten mit anderen E-Autofahrern ins Gespräch kommt. Das hat etwas Soziales, was in der heutigen Gesellschaft eigentlich irgendwie nicht mehr selbstverständlich ist. Also es ist ganz, ganz nett, neue Leute kennenzulernen und sich dann aber auch wieder zu verabschieden. Boah, schönste Erfahrung ist schwierig zu sagen, aber der Punch ist natürlich immer cool, wenn du das richtige E-Auto hast. Ein Roadtrip nach Italien, die Ruhe genießen im E-Auto. Mein beeindruckendstes Erlebnis mit einem Elektroauto war tatsächlich, da habe ich glaube ich zwei. Also einmal die ED1000 im letzten Jahr, dass man wirklich 1000 Kilometer mit einem Elektroauto an einem Tag schaffen kann. Ich glaube, da hat man viel noch bewiesen, die Vorurteile oder Berührungsängste mit dem Thema haben, dass es funktioniert. Und das zweite war tatsächlich, ich bin vor einem halben Jahr mit einem Wohnwagen in den Urlaub gefahren und hatte ein Elektroauto als Zugfahrzeug und das hat auch wunderbar funktioniert. Ich war zwar die Einzige, die mit diesem Gespann unterwegs war, aber es hat mich begeistert, dass es funktioniert und dass es klappen kann und dass Elektromobilität funktioniert. Also das beeindruckendste Erlebnis, was ich mit Elektromobilität hatte, war, und das ist schon 30 Jahre her ungefähr, Mitte der 90er, die Tour de Ruhr. Da sind wir mit Elektroautos einmal rund ums Ruhrgebiet gefahren und haben damals halt schon gezeigt, dass Elektromobilität funktioniert. Zwar noch nicht für die Langstrecke wie jetzt hier mit dem XPeng G9, sondern naja, vielleicht zur Arbeit und wieder zurück, aber dass das schon möglich war. Nach einem mehr oder weniger langen Tag nähert sich die ED1000 dem Ende. Das Ziel ist in greifbarer Nähe. Zeit für uns, uns bei den diesjährigen Sponsoren zu bedanken. Wir bedanken uns bei unserem Hauptsponsor Fastnet, bei unserem Techniksponsor Wimka und vor allem bei allen Teilnehmern, die wieder vor das BeMine Hotel in Düsseldorf vorrollen. Ihr erinnert euch noch an unsere Abfrage ganz am Anfang. Wie hoch war er denn nun, der Verbrauch? Ja, doch, würde ich sagen, sind ganz gut durchgekommen. Zwar ein bisschen viel Verkehr hinten raus gehabt, aber Durchschnittsgeschwindigkeit 101 km/h auf die 987 Kilometer. Ich glaube, damit können wir recht zufrieden sein, oder Mike? Ja, Verbrauch ist auch okay, 22,3. Wir sind flott gefahren, haben schnell geladen, kurze Mittagspause. Zweimal geladen nur, ja. Zweimal, okay. Ja, zweimal geladen, ist gut gelaufen. Der Tacho sagt 966,4 Kilometer, 23 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Durchschnittsverbrauch, 17.35 Uhr, 17.34 waren wir gerade im Ziel und wir haben noch 23% im Akku. Wie ist es gelaufen? Wir sind gut durchgekommen. Was war das Beste am Trip? Das Auto. Ja, das Auto hat wirklich überzeugt. Bequem, keine Rückenschmerzen, schnell geladen. Wie viele Tankstops? 2,5. Ja. Da sind sie! Perfekt. 975,1. Verbrauch? 22,8. Okay, Tankstops? Oh, 5. Aber nur kurze. War ganz kurze. Und, wie geht's euch jetzt? Ja, leicht aber. Wir haben jetzt ein paar Staus hinter uns jetzt hier. Also jetzt, aber am Schluss, Autobahn war ätzend einfach, ne? Das ist uns spannend. Ja. Was war das Beste am ganzen Trip? Das Essen. Das immer nur als Essen. Ja. Nee, aber tatsächlich, da der Strand drin. Ja, mega Location da oben. Okay, einfach geiler Bier und so, das war super. Hallo, hallo. Hallo. Team Fastnet. So. Team Modus hat's geschafft. Wie viel Kilometer habt ihr gefahren? Fahrtstrecke 979,6 Kilometer. Was habt ihr für einen Verbrauch gehabt? Wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 25,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometern und haben das Ganze in 9 Stunden und 52 Minuten gefahren. Wie viele Tankstops? 2,5. Wir haben es beim ersten bisschen verkalkuliert, haben mich vollgeladen, sind ein paar Minuten weiter und danach lief es richtig gut. Wir haben 403 kW an einer Ladesäule hinbekommen. Ich glaube, das war das Faszinierendste an der ganzen Nummer. Wie lange habt ihr da geladen? 13 Minuten. 13 Minuten von... Sehr geil. 22 bis 81%. Das war irre. Das war wirklich, das war wirklich faszinierend.
So, da seid ihr. Hallo. Wie viele Kilometer seid ihr insgesamt gefahren? Wir sind 968,5 Kilometer gefahren. Was für einen Verbrauch habt ihr? Wir haben hier auf dem Display stehen, da zeigt er dann nur die, allerdings nur die letzten 50 Kilometer an. 17,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Okay. Aber unser Ziel war es ja auch vielleicht in unserer Gruppe als Schnellster anzukommen und gar nicht mit dem geringsten Verbrauch. Okay. Wie viele Tankstops habt ihr gehabt? Wir haben 3 Ladestops gemacht und haben immer versucht, da in der höchsten Ladepeak dieses Fahrzeugs mit 150 kW maximal halt zu laden, um so immer kurze, schnelle Stints zu haben, um die Zeit dann halt eben auf der Autobahn, auf der Landstraße halt wieder reinzufahren. Das Schönste am Tag war einfach, dass der BYD Seal einfach so mega komfortabel war und wir die Zeit, wir haben ja sehr, sehr viel Zeit auch im Auto verbracht auf diesem Roadtrip, einfach genossen haben, oder? Ja, absolut, also mir tut gar nichts weh. Trotz super Reisekomfort. Mega. Und waren halt mega entertained und haben mega viel Spaß gehabt einfach mit dem Fahrzeug. Der in Belgien fast einen Unfall gemacht hätte, direkt vor uns entgangen sind. Ansonsten war das Beste am Tag. Live-Podcast. Ich glaube, also ich gehe mal weiter an die Live-Podcaster. Wirklich eine Stunde bei 180 teilweise im G9 Live-Podcast von vorn mit E. Aber ich glaube, dass der Christoph und der Timo da ein bisschen mehr erklären können. Ja, wir haben live mitbekommen, zum einen, wie wir 180 gefahren sind und das hat der Stream hat weiter funktioniert. Und genau in dem Moment kam es auch zum Laden. Also wir konnten aussteigen dann und live zeigen, wie schnell so ein G9 lädt, nämlich mit bis zu 300 Kilowatt. Und wie schnell man mit dem Laden dann auch wieder durch ist. Das war schon, also kamen richtig coole Kommentare bekommen, die alle begeistert waren. Wie viele Ladestopps habt ihr gehabt? 6. Gesamtkilometerstand? 2014. Verbrauch fehlt noch, ne? Verbrauch noch, genau. Verbrauch 20,5. Das Beste am Tag war, würde ich sagen, das Wetter, oder? Also ich finde immer bei schönem Wetter Auto zu fahren, man sieht viel von der tollen Landschaft, die war heute auch wirklich beeindruckend und macht einfach Spaß bei Sonne, Sonnenschein und warmen Temperaturen. Und Tageskilometer? Tageskilometer 992. Verbrauch? Sind wir bei 16,6. Wie viele Ladestopps? 2,5. Das Beste am Tag? Das Beste? Gute Frage, die Panoramastraße war schon echt sehr schön. Ja. Ewig langes Stück, weit geradeaus, mit dem Meeresblick, das war schon sehr, sehr cool. Wie war das Mittagessen? Auch gut, das war auch gut, ja. Auch ein schöner Spot. So, da seid ihr. Hallo. Wie viele Kilometer seid ihr am Ende gefahren? 974. Endkilometerstand? 2583. Wie viel Verbrauch habt ihr gehabt? 16,1. Das ist sehr gut. Ladestopps? 3. Eigentlich hätten es 2 werden sollen, aber einmal hat es nicht so geklappt, deswegen ist es 3 geworden. So, was war denn das Beste am Tag? Die Fahrt an sich. Ja, definitiv die Fahrt an sich und der schöne Lunchstop am Strand. Und gerade noch bei dem guten Wetter war es halt perfekt. Ja. Wie war's Essen? Sehr, sehr lecker. Cool. So, da ist er wieder. Hi. Wie viele Kilometer bist du jetzt gefahren heute? 1008 exakt. Okay. Endkilometerstand? Endkilometerstand 5688. Verbrauch? 20,8. Und Ladestopps? Jetzt fragst du mich was. 1, 2, 3, 4. 4 Ladestopps. Was war das Beste am Tag? Das Wetter auf jeden Fall, die Stimmung und dass alle unfallfrei angekommen sind. So, da seid ihr wieder. Geschafft. Jo, wie viele Kilometer seid ihr heute gefahren? 971, genau. Endkilometerstand? 8591. Wie viele Ladestopps? 2. Verbrauch? 10,8 Kilowattstunden. Was war das Beste am Tag? Ich weiß es nicht, sag du. Ja, für mich war das Beste auf jeden Fall das Wetter, hat echt gut mitgespielt. Das Essen war sehr gut. Ja, und einfach die Zeit, die wir jetzt verbringen konnten. Also wir haben viel 3 Fragezeichen gehört, viel Podcast gehört und viel gequatscht natürlich auch. Also war sehr guter Roadtrip. So, da seid ihr wieder. Ja. Wie viele Kilometer seid ihr insgesamt gefahren? Ja, 7674. Okay. Habt ihr was den Anfangsstand? Ich weiß es nicht. Ja, den haben wir aufgeschrieben. Was habt ihr für einen Verbrauch? Wir haben einen Verbrauch, machen wir.
wir haben keinen Talverbrauch, aber wir schätzen den Verbrauch auf 15 kW, das ist ziemlich gut. Okay. Ja. Wie viele Ladestopps habt ihr gehabt? Zwei. Man hat ja in so einem Auto, was so entspannt fährt, so viel Zeit zu erzählen und zu reden. Und ich weiß jetzt, dass ihr Vater Peter heißt, ich heiße ja auch Peter, es soll eine Verbindung, ne? Und wir haben so viel erzählt. Wir haben über Fußball war ein Thema. Das war ein großes Thema. Ja. So, da seid ihr wieder. Hallo. Hallo. Wie viele Kilometer habt ihr insgesamt gefahren? 991. Und Endkilometerstand ist jetzt? 4880. Verbrauch? 16,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist gut. Wie viele Ladestopps? Vier kurze Ladestopps. Was war denn heute das Beste am Tag? Das Wetter. Unser Verbrauch? Verbrauch hört sich sehr gut und an, die ja. Und die gute Laune. Ja. Was war die größte Katastrophe am Tag? Eigentlich gar keine. Gar keine. Also nichts Negatives. Ja, Essen, Trinken, gute Laune, Auto hat funktioniert, ja. Das Wetter, Sonne hat geschienen. So, da seid ihr wieder. Hallo, ja. Endlich angekommen. Leichten Schwierigkeiten? Eigentlich Schwierigkeiten gar nicht. Wir sind super gut gefahren. Wir haben jetzt noch eine halbe Tankladung und zweimal geladen. Zweimal? Das haben einen Bombenverbrauch von 12,7. Verdammt gut. Ist aber richtig stark unter dem offiziellen WLTP-Wert und unserem Vorjahreswert. Das war unser Ziel. Also wir sind da eigentlich besser angekommen als wie viele Kilometer habt ihr gefahren? 971. Unterwegs war von der Deutsche die Rede. Seid ihr angedeutscht worden? Jemand ist hinten drauf gefahren. Autsch. Ja. Schlimm? Ist wirklich. Okay. Alles klar, Auto hält's aus. Genau, Auto hält's aus. Sonst seid ihr gut durchgekommen? Absolut, ja. Wir sind jetzt nicht ganz so super früh losgefahren, deswegen kommen wir jetzt an. Aber wir sind absolut zufrieden und es war eine tolle Fahrt. So, da seid ihr wieder. Wie viele Kilometer habt ihr insgesamt gefahren? 981 Kilometer, also wir müssen noch mal eine Runde drehen. Verbrauch? 22,4. Wie viele Ladestopps? Zwei. So, was war denn das Beste am Tag? Dass wir angekommen sind. Hattet ihr Zweifel? Nein. Nein, dass wir ankommen, hatten wir keine Zweifel. Das wäre vielleicht vor 10 Jahren ein Zweifel, aber jetzt nein. Wie war die Verkehrslage? Bis auf ein, zwei Stellen sind wir gut durchgekommen. Oh, wir hatten okay, einmal einen Stau und Grenzkontrolle in Deutschland. Da haben wir relativ lange gewartet. Ja. So, da seid ihr wieder. Ja. Seid ihr gut durchgekommen? Ja, wir hatten zwar ein bisschen Stau manchmal, aber eigentlich ging es total. Also mussten die lange warten. Wie viele Kilometer seid ihr gefahren? Wir sind ganz genau 986,8 ja. Kilometer sind wir gefahren. Okay, wie viele Ladestopps? Drei. Durchschnittsverbrauch? Ich glaube 15, Komma, Fahrzeugstatus. 15,8. Oh. Wie hat es euch gefallen? Gut. Es war auf jeden Fall richtig cool, eine coole Erfahrung. Ja. Lea war eine coole Partnerin, also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, obwohl es ein bisschen anstrengend war. Was war das Beste am Tag? Eigentlich die Autofahrt. Ne? Wir hatten super viel Spaß. Ja. Wir haben immer lustige Musik gehört und wir haben viel gelacht. Die Zwischenstopps waren auch richtig lustig. Wir haben lecker gegessen. So, da ist er. Mhm. Wie viele Kilometer bist du insgesamt gefahren? 1006 haben wir jetzt auf der Uhr. Oh, doch, ja. Genau. Durchschnittsverbrauch? 15,9 Kilowattstunden. Das ist gut. Was war das Beste am Tag? Naja, dass alles reibungslos geklappt hat, bis auf den Stau und wir ganz gut durchgekommen sind. Was hat dir am besten gefallen? Die kurze Verweildauer am Meer. Essen war gut? Essen war okay. So, da seid ihr. Hallihallo. Seid ihr gut durchgekommen? Ja, alles prima absolviert. Wir haben jeden einzelnen Punkt angefahren. Und wie viele Kilometer habt ihr insgesamt gefahren? Wir haben genau 1019 Kilometer gefahren. Hervorragend. Wie viele Ladestopps? Wir haben 4 und einen schnellen nochmal kurz vor Düsseldorf. Ja, es war ein hervorragender Tag. Es hat riesen Spaß gemacht, zu sehen, wie die Elektromobilität
in allen Facetten hervorragend funktioniert. Klar, wir haben uns eine Menge Zeit gelassen jetzt und wir sind zwei Runden gefahren. Nein, ohne. Wir haben eine lange Mittagspause gemacht und haben uns, wie gesagt, hervorragend amüsiert bei der Fahrt. Die ED1000 hat bewiesen, dass 1000 Kilometer an einem Tag mit modernen Elektroautos kein Problem sind. Die Reise war nicht nur ein technischer Test, sondern auch eine Erfahrung, die zeigt, wie weit wir bereits gekommen sind. Und wir kommen damit nun zu den Ergebnissen. Danke an alle Teilnehmer und Partner, die diese Herausforderung ermöglicht haben. Bis zum nächsten Mal bei der ED1000.